Ich weiß ja nicht, was ihr macht, wenn es euch juckt. Aber der Alan und auch der ich, die scratchen sich. Wer hätte es gedacht? Und damit willkommen zurück zu Alan Wake 2 aus dem Hause Dave Dern TV. Wir befinden uns in der U-Bahn-Station, gar nicht mal mehr bei der Caldera Street Station, sondern wir sind gerade schon hier so ein bisschen weiter vorgedrungen. Wir haben hier Sheriff Breaker beim letzten Mal in seinem Cowboyhemd getroffen, weil er wandert ja immer weiter. Ein kleiner Nomade hier, Mietnomade. Und die Tür ist verschlossen, laut Karte. Wir sind hier auf jeden Fall bei der St. Irgendwas Station. Der Name entfiel mir. Ja, aber wir haben ja noch gar keinen Schlüssel. Also, wie? Geheime Box! Du hast keine Ahnung! Meinst du, du hast Ahnung? Du bist tot. Die Saint Platform Station. Ja, genau, die heilige Plattformstation. Das war jetzt ein bisschen fies. Das war jetzt wirklich sehr fies. Und das ist noch fieser. Warum ist hier nichts drin? In beiden nicht. Joe Biden fände das auch nicht gut. Aber gut, der hat auch gerade auch eine ganz andere Probleme, glaube ich. Egal. Das war wirklich nicht nett. Was? Light will show you the way. Geht hier ein Licht auf? Das war wirklich nicht nett gerade. Oh. So. Wenn das so ist, würde ich ganz gerne einmal kurz was machen. Und zwar, ich wollte es eigentlich immer so machen, um vielleicht so diese kleinen Mikro-Ruckler, die wir haben, zu minimieren, falls möglich. Wollte ich eigentlich ja ganz gerne immer so in der Session-Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, ich nehme ja immer 2 Stunden auf und nach einer Stunde mache ich immer einen kleinen Cut, würde ich halt immer ganz gerne auch das Spiel neu starten. Das ist bei Alan Wake 2 nur ein bisschen schwierig, weil wir halt nicht an Ort und Stelle einfach quicksaven können oder so. Aber dadurch, dass wir jetzt hier einen Quicksave haben, würde ich das ganz gerne eben mal offscreen machen. Für euch nur ein kleiner Cut auf YouTube. Und ich bin gleich sofort wieder da. 180! Und damit willkommen zurück. Ein kleiner Cut für euch. Ein großer Cut für die Menschheit. Und wir haben immer noch nichts, was wir im Schuhkarton draponieren können. Draponieren? Deponieren. Drapieren. Draponieren. Schmerzmittel, ja. Ui, das wird uns aber ganz schön aufhielen. Nein, wir können eigentlich wirklich mal was nehmen. Das sollte ich auch häufiger machen. So. Er mochte es sehr. Die Erinnerung verblasst wie ein Traum. Ich muss sie bewahren. Da war ein entsetzliches Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Ein realistischer Tatort in einem U-Bahn-Tunnel. Ist das eine Rohfassung von mir? Es muss eine sein. Ich habe versucht, in dunklen Orten mich zu formen, aber vieles verschwimmt. Selbst meine Erinnerung. Weggespült von dunklen Wellen. Doch manches bleibt. Die dunkelsten, übelsten Elemente. Wie der Tatort. Er ist mein Ziel. Ein Sprungbrett, um weiter vorzudringen und zu entkommen. Schreib eine Geschichte, die mich dorthin bringt. Casey wird mich hinführen. Mhm. Tatorte. Dankeschön. Sehr freundlich. Da können wir hoch. Ja, das mit den Schuhkartons gibt mir tatsächlich gerade echt ein bisschen zu denken. Weil, wie gesagt, wir eigentlich noch nichts wirklich haben, was wir da rein... Also wir könnten theoretisch gesehen was reinpacken, ja. Übrigens, ne, Platin-Keks gerade mal wieder. Und Alan Isolation? Kennst du das? Ist so ein Horrorspiel im Weltraum. Kennst du eigentlich Alan allein zu Hause? Ja. Das passt jetzt ja auch wieder zur Jahreszeit. Gerade zur Aufnahmezeit hier ist es Dezember. Was?
You need help. Good luck. Viel Erfolg, viel Glück dabei. Gucken wir mal. Der Zug versperrte mir den Weg, doch er war nicht ohne Grund hier. Er spielte eine Rolle. Entgleister Zug, neue Szene. Ich würde ganz gern mal, kommen wir zu der Street Station, die wir von oben schon gesehen haben. Also zu der, wir hatten ja diesen einen Waggon gesehen, der in der Ferne, wo auch so ein Licht drin leuchtete. Ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Folge. Na, letzte dürfte es gewesen sein, glaube ich. Ich suchte die Antworten auf der Handlungstafel. Okay, wenn du das sagst, dann machen wir das. Ich habe irgendwas übersehen anscheinend, hä? Also von hier aus, da, wo der Cursor ist, da haben wir, glaube ich, hier auf irgendeinen Zug geschaut. Kann das sein? Weil hier ist Sheriff Breaker. Das müsste von hier gewesen sein. Warum ist da noch ein Fragezeichen? Frage ich mich. Oh, kennt ihr dieses eine Video? Jens Riva atmet. Falls ihr das noch nicht kennt, YouTube ist euer Freund. Das ist von irgendeinem Uni-Studenten, der wollte eigentlich irgendwas anderes machen und, ja, ja. Und hat Jens Riva dafür irgendwie verwendet. Der wollte irgendwie, weiß ich nicht, im Rahmen seines Studiums irgendwas machen und hatte aus Versehen wohl, soweit ich das weiß, die Momente rausgeschnitten, in denen er spricht, und dann blieb halt nur noch dieser Atmer übrig. Das ist ein wunderschönes Video. Muss ich gerade dran denken. Wo ist jetzt hier? Ich würde gerne zur Karte. Ach so, Moment. Ach so. I understand. Verblasst wie ein Traum. Dann hätte ich doch nicht zurückgehen müssen. I'm sorry. Aber ich meinte, dann kann ich es euch vielleicht noch mal kurz zeigen, diesen Waggon. Wahrscheinlich kommen wir da jetzt gleich irgendwie hin. Ja, ja, klappt. Heute keine Autogramme. Tschüss. Das ist so Promi-Simulator hier irgendwie, ne? VIP-Simulator. Alan Wake, dürfte ich ein Autogramm? Nein. Heute nicht. Hier ist wieder das Symbol übrigens. So, und jetzt soll ich hier was machen. Das neue Thema passte perfekt zur Geschichte. Vermisst der FBI-Agent? Ja. Ich glaube, ich müsste mir wirklich mal angewöhnen, dass ich einen Finger immer auf der Taschenlampen-Taste, auf dem Taschenlampen-Button habe. Manchmal habe ich den drauf, manchmal nicht. Ich glaube, es ist sinnvoll, den immer drauf zu haben. Ob ich immer dran denken werde, ist eine andere Frage. Hallo? Jemand da? Tot. Hat er schön gesagt gerade. Tot. Moment, heißt das? Wenn ich jetzt hier wieder... Ich bin ja gerade im Mörderkult drin, oder?
So. Die Handlung änderte die Details der Welt. Das Licht war vorhin auch, glaube ich, rot, ne? In der anderen Szene. Hm. Ich denke, du warst gerade im FBI-Agenten drin. Das klingt auch sehr komisch. Ja, genau. Jetzt bin ich hier gerade drin. Oder? Nee, Moment. Ich komme hier gerade ein bisschen... In welchem Fall bin ich jetzt drin? Bin ich jetzt gerade im FBI-Agent oder bin ich im Mörderkult drin? Das klingt cool, ne? Beides auch, wenn man es so sagt. So. Jetzt bin ich im FBI-Agenten drin. Convenient. Das heißt, das, was oben rechts angezeigt ist, ne? Das ist das, wo ich jetzt gerade drin bin. So würde ich das jetzt deuten. Und jetzt ist hier auch, dann ergibt auch Sinn, dass hier das Walkie-Talkie ist. Alles klar. Ah, hier. Orange war es hier. Hier kann man nicht durch. Wenn du mich fragst, gibt es drei Realitäten gerade für dich. FBI, Mörder und die normale. Hm? Ja. So scheint mir das auch zu sein. Kann ich hier irgendwo... Irgendwas. Irgendwie. Irgendwann. Nein. Entgleister Zug. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, die dass Antwort Saga... Die Antwort war doch sicher auf der Handlungstafel. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Saga... Oder dass das vielleicht bald sogar eintreten könnte, dass sich beide Realitäten vermischen. Beide Fälle. Alice, da war es auch wieder. Hier könnte ich noch weiter her. Oh. Vielleicht muss ich das jetzt jedes Mal sagen, wenn das hier kommt. Was? Tiefer? Dankeschön. Gerade mal vorsichtshalber meine Blendgranate ausgerüstet. So, nee, dachte da. Noch keinen anderen Fall gesehen. Bis jetzt. Die Geschichte verlangte mehr Feinschliff. Würde ich auch sagen. Ganz mein Reden. Ist das ein Echo-Symbol? Soll das auf ein Echo hindeuten? Das war bestimmt eine Final Fantasy-Anspielung auf Tifa. Ja, genau, dachte ich auch eben. Bin zwar überhaupt kein Final Fantasy-Experte, aber... Das hatte ich auch gedacht. Hm. So, ja, dann müssen wir doch nochmal, wie er ja schon sagte, auch bei der Handlungstafel gucken. Hier wird sie auch eingeblendet. Denn wir müssen hier wahrscheinlich... da... zum Kult wechseln. Der Strang fühlte sich richtig an. Ja, weiß ich jetzt nicht. Die anderen fand ich schöner.
Oh. Ne, hier ist jetzt auch nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll war, meine ganze Batterieenergie dafür zu verwenden, aber ich habe halt die Hoffnung, dass ich hier noch irgendwie Wort der Macht finde. Aber bisher habe ich keinen Erfolg. Dieser Pfeil gibt mir halt zu denken. War da hinten noch irgendwas? Nein. Was ist mit dem Pfeil? Ich habe ja auch keinen Indiz dafür, dass hier irgendeine Lichtquelle naht oder so, dass ich hier die Szenerie komplett wieder ändern könnte. Weil sonst kommt eigentlich mal der Indikator auf dem Bildschirm. Aber hier ist nichts. Seht ihr irgendwas? Vielleicht an der Decke? Ja, aber da hatte ich ja eigentlich schon geguckt. Das ist eine schöne Decke. Ich habe nie eine schönere Decke gesehen. Aber hier ist nichts. Ah, ah, ah. Ich habe nichts gesagt. Dankeschön. For the idea. Auch nochmal. Worte des Krieges. Glaub, ich würde das nochmal weiter. Boah, 100%. Nicht schlecht. So. Das hier war... Ah, guck mal hier. Das war das Ding. Alles klar. Ich denke mal, ja, da kommen wir noch hin. Naja. Ich bin noch mal echt gespannt, was es mit diesem Fragezeichen in dem Kästchen auf sich hat. Warum habe ich jetzt hier wieder dieses Leuchten um mich herum? The Shining. Auch so ein Film, den ich immer wieder gucken kann. Obwohl Stephen King selber ja nicht so extrem davon angetan war, wie Stanley Kubrick den umgesetzt hat, aber... Der Kult hat den Waggon mit Benzin übergossen. Ein eiserner Käfig, der wenig später zum Sarg wurde. So sieht's aus. Und falls ihr euch gefragt habt, ob Jerry es kann, Jerry can.
Und hier auch wieder die ganzen coolen Symbole überall. Was oder wer war im Zug? Sie wird ewig weitergehen. Eine Figur in einer Geschichte. Ich habe diese Worte nicht eingesprochen. Du hängst in der Schleife. Die Geschichte wird... Du hängst in der Schleife, sagt er. Weiß ich nicht. Du hängst. Achso, wie der Pferdehengst. Du hängst in einer Schleife. Theoretisch denkbar. Die Fofo. Die Fofo. Die Fofo. Da rum. Da rum. Ich finde das übrigens sehr, sehr schön. Ich meine, wir haben auch Gruppen von Gegnern natürlich und das ist auch vollkommen okay. Aber wir werden halt nicht so zugeschüttet mit Gegnern. So, das finde ich eigentlich cool. Aber mehr. Ist hier nicht drin. Waren Sie fort, Ma'am? Ab diesem Zeitpunkt wird die Geschichte des Kults wahrlich verstörend. Die Kultisten verfolgten die Fackelträger, die in den Tunneln lebten. Sie sperrten sie dann in einem entgleisten Waggon ein, übergossen ihn mit Benzin und... naja. Wie schön. Dann wird eine Geistergeschichte daraus. Es heißt, der dunkle Rauch des Feuers zieht noch immer durch die Tunnel auf der Suche nach neuen Opfern. In dieser Stadt gibt es kein Happy End. Der Handlungsstrang fühlte sich wichtig an. Nutzbar für eine der gefundenen Szenen. Interessant. Wo komme ich jetzt hier hin? Behälter. Behälter oder Behälter nicht? Fahren Sie fort, Ma'am. Auch hier bin ich jetzt wieder überlegen, gehe ich erst durch die Tür oder mache ich jetzt erst den Handlungsstrang? Das Handlungselement. Rhythmus für die Geschichte. Fackelträger. Krank und verworren. Aber es funktionierte. Muss nur aufpassen, dass er nicht zu viele Handlungsstränge einbaut, sonst kommt er irgendwann selber durcheinander. Der U-Bahn-Waggon war völlig ausgebrannt. Aber ich konnte ihn durchqueren. Ja. Was ist das für eine Tür? Blockiert. Dankeschön. Sie war von hier aus nicht aufzukriegen. Ja. Okay, sie bleibt durch alle Stränge hindurch verschlossen. Oh. Interessant. Also habe ich jetzt einfach mal so gesagt, ich muss den anderen Strang gleich nochmal prüfen. Deputy Mulligan tuned Thorntons chatter out. Genauso hießen die beiden Deputies. Was ist genau der deutsche Begriff für Deputy? Was ist die Entsprechung? Ist das also Kommissar oder so? Deputy, ich glaube ja, ne? Ach, guck mal jetzt. Genau, die Tür war ja zu hier in diesem... Ja. In diesem Szenario. Richtig. Aber hier ist auch nichts weiter. Nee. Einfach nur nee. So. Badam, bam, 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 bam. Badam, bam, bam.
Szene und Geschichte änderten sich. Achso, hier, genau, hier ist er auch. Zu. Das wäre geil, wenn es jetzt in jedem Handlungsstrang hier immer wieder was Neues drin gäbe, aber nee. Das wäre auch zu einfach. Also die wollten auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, wenn ich mir das ganze Benzin hier anschaue. Ne, aber mehr ist hier nicht. Okay, dann gehen wir mal auf den St. Martinszug zu den Fackelträgern. Da fackeln wir nicht lange. Dieser Strang würde etwas Schreckliches in der Szene auslösen, aber die Geschichte brauchte das. Ich glaub's nicht. Braucht's das wirklich, Alan? Weiß ich nicht. So ein bisschen Gänsehaut, ehrlich gesagt. Das ist so krank. Das ist so krank. Noch mehr Metro-Zeug. Ja, aber die fahren nicht mehr mit der Metro. Oh Mann, ey. Das tut mir schon irgendwie ein bisschen leid. Rest in peace, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Boah. Typischer Zug in München. Da kann ich nichts zu sagen. Ich war noch nie ich war noch nie in München und auch noch nie in einem Zug in München. Aber ich glaube dir einfach mal. Krass. Das war eine richtig geile Szene gerade.